So, willkommen beim zweiten Part. Ich habe ja die Aufnahme geteilt, weil es einfach zu übelst ist, wie viel Weizen wir hier rauskriegen. Und ich habe gesagt, ich mache alle Felder hier fertig. Ich hoffe mal, es reichen zwei Parts. Und ja, dann können wir uns am Ende des zweiten Parts dann über die... Ja, das reicht hoffentlich. 5, 6, 97, 98. Ah, hat gereicht. Okay, dann fahren wir mal gerade runter. Laden unten aus. Und dann geht's hier gleich ab zum nächsten Feld. Wir haben ja noch zwei. Muss ja erstmal zum Anhänger kommen, Leutchen. So. Da wollte ich weiterfahren. Schade, dass man eigentlich das Stroh nicht auch mit einem Helfer machen kann. Hey, wir fahren hier mit großem Equipment rum und es reicht einfach nicht von der Zeit her. Zumindest ist jetzt mal dieses Feld hier abgeerntet. Unser Megafeld. Und hier gibt es keinen Helfer einstellen. So, Rohr machen wir mal hinten dran. Und dann geht's ab zu unserem zweiten Feld. Dieser Mähdrescher bricht alle... Ich hab's nicht gedacht. Ich hab gedacht, ja gut, es geht einfach schneller. Aber nicht, dass der... Wie oft habe ich den jetzt entladen? 4-mal, glaube ich. Oder 5-mal. Dann sind es über 50.000 Weizen, die da rausgekommen sind. Das ist schon atemberaubend. Gut. Hallo, fahr mal zu. Ne, warte mal. Lass mal gucken, wie viel ist denn da drin. Da haben wir noch 15.000 Platz. Also noch einmal Mähdrescher entleeren ist Platz. Oh, das ist ja cool, dieses Nashorn. Warum hat er dann nicht alles mitgenommen? Ich bin wirklich gespannt, wie viel Getreidebonus wir hier machen. Wie viel Kohle das uns bringt. Dieser Drescher ist einfach Oberhammer.
Helfer A hat sein Ziel erreicht. Welcher ist denn das? Der nicht. Der hier. Bewege das Rohr über einen Anhänger. Ja, was denkst du denn, was ich mache? So, über den hier ging's drüber, gell? Ja, das hat genau gepasst. Und das Brutalste ist wirklich, die also das Weizenpreis steigt, sobald ich bald Weizen abernte. Und ich ernte so viel ab. It's unbelievable. Das ist wirklich der Jackpot hier. Und das hier, das mit dem Stroh, das ist ja alles nur Bonus, ja. So müsst ihr das sehen, wenn ihr das auch macht. So, hier. Und weiter geht's. Wir fangen bitte am Anfang des Feldes an und nicht mittendrin. Ist vor allem brutal, wie du mit dem LKW das Zeug wegbringen muss, damit es reicht. Ich fühle mich fast wie in Amerika. Das ist ein cooles Thumbnail, oder? So, Achtung, 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 der ist gleich voll. Jetzt. Wie? Och ja, klar. Nein, wir fahren jetzt nicht weg. So, ich bringe mal das Stroh hier gerade weg. Ey, wirklich, was wir da an ein Ding rausgeballert haben. An Weizen. Ist schon übel. Oh. Da war die Wand im Weg.
Haben wir so viel da noch Platz? Nein. Nein. Das gibt's nicht. Das reicht nicht. Der Platz reicht einfach nicht. Es fehlen... Es sind... 200 zu wenig. Platz oder so. Pass auf. Es reicht... Oh. Es reicht ganz knapp nicht. Hä, warum geht es nicht? Na jetzt. Aber guckt euch den Drescher an. 126 noch drin. Ey. So, dann fahren wir mal los. Oh. Das sieht sogar cool aus. Cooler wie den anderen Truck, den ich hatte, für einen Holztransport. So, zur Transportfirma müssen wir. Ich habe eigentlich keine Ahnung, wo wir hin müssen. So, lass mal gucken. Wolle, Holz. 37. Ne, 1500 brauchen wir da. Hä, warum? Der Preis, der verändert sich ja trotzdem. Moment, ich wollte gucken, wie ich da am schnellsten hinkomme. Na, außen rumfahren. Der Preis ist runtergegangen. Es sind nur noch 800 irgendwas. Ist ja gemein. Ich wollte für 900 verkaufen. War ich ein bisschen zu lahm. So, wir geben jetzt mal hier Volldampf. Fette 80 Sachen hier. Schade, dass hier keine Innenraumanimation ist. Wenn ich hier hochfahre, bringt mir nichts. Sechzigtausend Weizen haben wir hier drin. Wie viel brauchen wir für einen neuen Traktor? So. Ja, das ist brutal. Alles Weizen raushauen, was nur geht. Wenn wir den Höchstpreis kriegen. Kann uns das ja nur recht sein. Was ein Glück wir doch haben. Muss man echt mal sagen. Ist das hier? Ja, das ist hier.
Oh, hab sogar genau reingepasst. Kamera. Ausladen. Der ist fast voll. Jawohl. So, wir platzieren das jetzt einfach mal so, dass es wir hier auf jeden Fall ausgeladen bekommen. Müsste so klappen. Und mit dem fahren wir gleich wieder zurück. Ja, wenn der Preis sinkt, der wird jetzt wahrscheinlich schon wieder gesunken sein. Wir fahren jetzt hier und dann sind wir schon da. Na, ja, 870. Ja, wird durch ein Objekt blockiert und genau das ist das, was wir wollten. War ja Absicht, dass der blockiert wird. So, wir fahren jetzt einfach mal gekommen. Wir fahren kreuz und quer. Ist ja nicht unser Feld. Können wir da auch runterfahren? Warte mal. Wenn wir da den richtigen Winkel nehmen, sollte das doch gehen. Sagte doch, das geht. Ist halt ein Geländewagen. Die Holzbrücke hier nicht zusammenbricht, ist ja alles, gell? Das ist ja unglaublich. Wo ist eigentlich unser ganzes Geld? Achso, ne, wir haben es ja noch nicht weggeschickt. Rein da! Zuklappen? Nein, so. Auf jeden Fall ist das eine sehr gute Investition gewesen, die über 400.000 Öcken, die wir hier in den Mähdrescher gesteckt haben. Das hat sich auf alle Fälle gelohnt. Ja. Wo ist denn unser anderer hin? Der ist voll. Können wir hier weitermachen? In den kleinen hatte ich, glaube ich, nichts mehr drin. Nee. Jetzt müssen wir das Feld hier fertig machen, weil hier müssen wir pflügen. Da müssen wir uns dann auch wieder einen Trecker mieten, einen großen. Und dann geht es hier ruckzuck. So, wir machen weiter hier mit dem
Abtransport des Strohs. Aber erst kümmern wir uns noch um den fast vollen Mähdrescher hier. So, stellen wir wieder so hin, dann ist der gleich bereit. Absenken. Hallo? Absenken. Anmachen. Ja, also, der neue Drescher war wirklich was ganz Besonderes. Wir haben es jetzt auch gleich geschafft, alles abzuladen, alles abzuernten. Mit dem Aufsammeln vom Stroh hier, das wird noch eine Weile dauern. Aber auch da wird man Gas geben. Hier steht noch ein bisschen was. Aber das ist nicht so schlimm, ja. Wir haben genug Gewinn gemacht, denke ich. In diesem Durchgang in der Erntesaison. In der nächsten Folge wird man dann die ganzen Felder wieder besäen. Das geht relativ flott. Eigentlich mache ich gerade einen riesen Blödsinn. Ich sollte erst das Feld hinten mal leer machen. Warte mal, den hier muss. Den stellen wir jetzt mal wieder weg. Ich mache das Feld jetzt hinten voll leer. Dann können wir da nämlich schon wieder säen. Und wir müssen auch auf jeden Fall noch einmal. Jetzt ist wieder der Preis gestiegen. Okay. Nein. Jetzt hängt er da fest. Wir können ja alles reinhauen, das ist die Transportfirma, ja, da müssen wir auch einen LKW, ach Quatsch, einen Zug, verdammt, einen Zug losschicken. Damit wir erst unsere Kohle kriegen. Ja, geht richtig vorwärts. Das gefällt mir hier. Ja, du arbeitest dir eine gewisse Sache auf und dann irgendwann hast du so krasses Equipment, dass es schon sehr cool ist. So, einmal um die Achse. Müssen wir nochmal zurücksetzen. Ich hab grad richtig Bock hier drauf, echt ohne Witz. Ich mach grad richtig Laune hier, LS17.
So, wieder Stroh abladen. Sind immer so 4.000, 5.000, die wir dadurch auch noch zusätzlich an Gewinn haben. Deshalb mache ich das überhaupt. Ich meine, später, wenn man Tiere hat, dann ist es dafür auch noch wichtig. Kühe und ich glaube, Schweine brauchen auch Stroh. Aber im Moment braucht man das nicht. Wir haben nur ein paar Schafe. Es sieht von innen viel schneller aus. Wenn er in dem Traktor sitzt. Den hier müssen wir auch auf jeden Fall noch entladen. Stelle ich gerade mal so hin, dass es auch nachher funktioniert. Da werde ich nämlich einfach über die Straße ranfahren. Da ist noch 30.000 Platz. Na, guck mal, 5.000. Nur durch das Stroh haben wir 5.000. Plus gemacht. Dadurch bezahle ich meine ganzen Helfer. Ja, so müsst ihr das betrachtet es einfach vom wirtschaftlichen Sinne. Ihr habt einen riesen Vorteil, wenn ihr das Stroh auch verwertet. Weil der Mähdrescher macht es so oder so oder kann es so oder so machen. Und wenn ihr es einfach vergammeln lasst, dann lasst es vergammeln. Aber wenn ihr es verwertet, dann habt ihr noch was davon. Ist besser wie nix. Ah, eigentlich ist mir der Traktor hier viel zu langsam. Aber ich weiß nicht, ob ein LKW das auch kann. Ich konnte zumindest die Anhängerkupplung beim LKW wählen. Da hat er immer was liegen lassen. Warum denn das? Ja, aber das bisschen, da wollen wir jetzt nicht drauf rumreiten. Der macht hier einen super Job. Die Aussaat, die wird auch Hammer. Aber die geht ein bisschen schneller, weil einfach der Traktor schneller fahren kann. Hier kann ja bloß 20 fahren. Ich glaube, beim Säen sind es 25. Weiß gerade gar nicht genau. So, das andere Feld müsste eigentlich bald auch fertig sein. Hoffe ich mal. Ja. Guck mal, eine so eine Reihe sind fast 40.000. So, einmal umdrehen. Und dann geht's weiter. Ach, fast voller Korntank. Ich wollte ihn eigentlich anders blockieren.
So, wir gehen hier weiter. Hier mal schön den Weg zugeteert mit Stroh. Bei Regenwetter sinnvoll. Aber wir haben ja strahlenden Sonnenschein. Ist ja nicht viel, was hier rumliegt. Es war ja nur noch ein dünner Streifen. Deshalb komme ich hier gerade auch ziemlich weit. Machen wir hier Partybeleuchtung an. Na, ganz hoch wird man es aber nicht schaffen. Hey, wo fährt denn der hin? So, sammelt wieder auf. Alles gut. Ich hoffe mal, der Weizenpreis bleibt oben. Und wir schaffen es auch rechtzeitig. Unser Weizen abzuliefern. Ja, schaffen wir es doch ganz hoch. Nee, oder? Nein. Natürlich nicht. Immer kurz vor Ende. Das kennen wir alle schon. Also Partybeleuchtung. Dö, 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 dö. Also kennt ihr das, wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid oder wenn ihr als Fußgänger unterwegs seid, ja noch viel krasser. Wenn ihr durch die Stadt lauft und dann oder fahrt und dann kommt plötzlich so ein riesen Traktor an, gerade auch mit so einem dreiachsigen Kipper, das ist ein übelstes Gefühl. Also ich habe da schon ein bisschen immer Schiss. Gleichzeitig wundere ich mich aber auch, wie schnell die gewachsen sind. Ist das eigentlich der größte Kipper, den wir hier haben? Ja, den größten. Nein! Wo hängen wir? Oh, schon wieder da hinten. So rum. Hallo, ich fahr doch zurück. Ach so. Hä? Ach, wir hängen vorne. Hält. So, lass mal gucken. Ladewagen. Ja, das ist der größte. Einen größeren gibt es leider nicht. Außer gemoddet. Aber gemoddet will ich das Spiel eigentlich gar nicht zocken. Bis auf das mit den Anhängern. Dass man da zwei Fliegel zum Beispiel aufeinander koppeln kann.
Das hätte ich gerne. Wir nehmen mal kurz eine Abkürzung. Ab durchs Grün. Ja, dann fahren wir da hoch und dann können wir oben Jump. Oben voll machen. So ist schön. Und dann haben wir das Feld hier gleich schon mal clear. Dann können wir hier weitermachen. In der nächsten Folge allerdings erst. In dieser Folge werden wir uns nur noch darum kümmern, das Weizen voll abzuernten und es zur Transportfirma zu bringen. Damit wir auch Kohle dafür kriegen. Im Moment haben wir noch nichts dafür gekriegt. Doch einmal vom Dorfgetreidespeicher. Aber ich bin mal gespannt, wie viel wir da am Ende rausholen können. Natürlich habe ich im Moment auch mal wieder 300.000 Schulden. Weil ich mir, ich glaube für den Mähdrescher, habe ich mir die geliehen. Oh, ich glaube, das reicht gar nicht. Ich glaube, wir müssen nochmal herfahren. Darauf habe ich dann aber eigentlich keine Lust. Na, wir werden mal gucken, wie weit wir kommen. Nee, der ist gleich schon wieder voll. Gibt's nicht. Ich dachte, das reicht. Jetzt ist er schon wieder voll. Ich weiß gar nicht, wird das hier als Ernte verbucht? Ich glaube schon. Na, wir fangen an, böse zu fahren. Es gibt immer so einen Punkt, da ist man genervt und dann kürzt man ab, wo es nur geht. Ist der andere vielleicht überhaupt schon mal fertig? Der braucht ja mega lange. Der da hinten hat mal kurz zwei große Felder abgeerntet und ist so, macht schon so eine halbe Stunde Pause. Und der hier kommt immer noch nicht vom Fleck. Ups, Pfeiler mitgenommen. Der ist gleich wieder voll.